Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe lange nichts mehr in Richtung Kryptozoologie gemacht, was oftmals daran liegt, dass Informationen dazu sehr oft sehr bescheiden ausfallen. Aber dann gibt es auch jene, bei denen man etwas tiefer nachforschen kann und die nicht so bekannt sind wie Nessie oder Bigfoot. Und so geht es heute um das sogenannte Malawi Terror Beast. Malawi Terror Beast ist der Name eines Kryptiden aus dem ländlichen Malawi. Dieses sogenannte Beast weist einen erheblichen Unterschied zu den meisten Wesen der Kryptozoologie auf. Während die meisten Kryptiden hin und wieder gesehen werden, aber allgemein eher scheu sind, ist das Malawi Terror Beast für mehrere Angriffe auf Menschen sowie auch für Todesfälle verantwortlich, weswegen diese Kreatur erschreckend real zu sein scheint. Erstmals in Erscheinung trat das Wesen in den ersten Monaten des Jahres 2003, als es insgesamt 19 Einwohner Malawis angriff und davon 3 tötete. Das Biest wurde dabei als ähnlich einer Tüpfelhyäne beschrieben, wobei man gemeinhin dann davon ausging, dass es sich um eine wahrscheinlich tollwütige Hyäne handelte. Dies gilt auch bis heute als offizielle Erklärung, wobei es dabei einige Ungereimtheiten gibt. Doch darauf komme ich gleich nochmal. Das Malawi Terror Beast griff also Anfang 2003 insgesamt 19 Menschen an, wovon es 3 sogar tötete, nämlich 2 ältere Frauen und ein 3-jähriges Kind. Das besonders Brutale an den Angriffen waren jedoch nicht die reinen Angriffe an sich, sondern die Art der Angriffe. Bei den 3 Getöteten wurden die Schädel stark gequetscht und dazu zu guten Teilen zertrümmert. Außerdem wurden bei den Opfern die Eingeweide herausgerissen und offenbar verschlungen. Das Seltsamste war jedoch, dass es bei den Opfern die Geschlechtsteile herausriss, diese aber nicht verschlang. Es wirkte so, als hätte es das Biest auf bestimmte Körperteile abgesehen und ausschließlich diese angegriffen, während der Rest der Körper weitestgehend unangetastet blieben. Aber auch die 16 Opfer, die die Angriffe überlebten, mussten teils mit schrecklichen Entstellungen leben. 2 Opfer verloren beide Beine, während 2 andere beide Hände verloren. Wieder 2 Opfer verloren beide Ohren und nochmal 2 verloren beide Augen. Eine weitere Frau verlor ihre Nase und ihren Mund, nachdem die Bestie sie herausgerissen hatte. Das Wesen schlug offenbar mit einer tödlichen Präzision zu, die eher an sadistische Misshandlungen durch Menschen als an den Angriff eines Tieres erinnerte. Doch wie sah dieses Tier denn genau aus? Und da wird es interessant. Den Beschreibungen nach ähnelte das Biest einer Tüpfelhyäne, jedoch einer überaus riesigen Vertreterin ihrer Art. Tüpfelhyänen werden von der Kopfrumpflänge etwa 1,25 Meter bis 1,60 Meter und von der Höhe etwa 80 cm groß, während das Alpha-Weibchen zumeist die größte Hyäne des Rudels ist. Das Biest war, den Beschreibungen nach, aber nochmal deutlich größer. Beschreibungen sprechen von einer Länge von 2 Metern und einer Höhe von etwa 1,20 Meter, quasi der Schurkan unter den Hyänen. Aber wie gesagt, ähnelte das Biest nur einer Hyäne, denn es gab auch bedeutende Unterschiede. So waren die Hinterbeine des Wesens wesentlich länger als die einer Hyäne und auch die Geräusche, die das Wesen machte, erinnerten nicht an eine Hyäne, sondern eher an einen Dämon, so die Zeugen. Angriffe mit genannter tödlicher Präzision sind für Tüpfelhyänen auch eher unüblich, da diese ihre Beute eher reißen und nichts übrig lassen. Hinzu kommt, dass die Einheimischen die Hyänen kennen, insbesondere deren Verhalten.
Das gilt auch für tollwütige Tiere, die dort gar nicht so selten vorkommen. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich nicht um eine tollwütige Tüpfelhyäne handelte, war, dass die Bissspuren an den Opfern eklatante Unterschiede zu den Bissspuren von Hyänen aufwiesen. Wenn es also eine Hyäne gewesen sein soll, so müsste sie nicht nur tollwütig gewesen sein, sondern auch einige Fehlbildungen am Kiefer gehabt haben. Nach dem 19. Opfer brach eine allgemeine Panik in der ganzen Region aus, die schließlich darin mündete, dass etwa 4000 Personen das Dover-Gebiet verließen und Schutz in den umliegenden Gemeinden suchten. Aus diesem Grund setzten die örtlichen Behörden bewaffnete Wachen ein und sorgten für eine Dauerpräsenz lokaler Wildhüter sowie auch dauerhafte Polizeigruppen und sogar Soldaten. Doch schon bevor bewaffnete Wachen anwesend waren, hörten die Angriffe abrupt auf. Das Wesen schien entweder das Interesse verloren zu haben oder weitergezogen zu sein. Oder es war gestorben. Es kam jedenfalls auch in anderen Regionen zu keinerlei weiteren Angriffen dieser Art. Die Wildhüter erschossen gegen Ende des Jahres 2003 eine tollwütige Tüpfelhyäne, die auch äußerst aggressiv war. Die Behörden sahen diese als das Malawi-Terrorbiest an und es wurde auch so veröffentlicht. Doch ob dies wirklich das Biest war, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, weil es eben bereits Monate zuvor keine Angriffe mehr gab. Und wichtig ist, dass die erschossene Hyäne keine Fehlbildung am Kiefer hatte. Im Umkehrschluss hieße das, dass die Bissspuren des Malawi-Terrorbeasts und der Kiefer der tollwütigen Hyäne nicht zusammenpassten. Aber diese Information wurde erst sehr viel später öffentlich, wahrscheinlich um die angespannte Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt nicht weiter zu beunruhigen. Die Einheimischen schienen aber ohnehin nicht daran zu glauben, dass die Angriffe durch ein Tier erfolgt waren, zumindest durch kein lebendiges. Denn viele glaubten, dass es sich bei dem unbekannten Biest um eine Art Rachegeist handelte. Denn im Jahr 2002 tötete eine Tüpfelhyäne im Dover-Gebiet eine Gruppe Wanderer, insgesamt 5 Personen. Daraufhin wurde jene Hyäne erschossen. Die Einheimischen glaubten nun, dass die Hyäne als Monster zurückgekehrt sei, um sich für ihren Tod zu rächen. Aber ob nun Rachegeist, Monster oder unbekannte Tierart, die offizielle Version einer präzise mordenden Tüpfelhyäne, die Geschlechtsteile abtrennt und liegen lässt, hat zumindest so einige Ungereimtheiten, weswegen man sagen kann, dass nie gänzlich geklärt werden konnte, wer oder was im Jahr 2003 so viele Menschen angriff. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias, insbesondere Instagram, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal.